Moin, moin, moin. Spreche ich durch die Nase? Nein. Ist es Frühling? Naja, vielleicht. 8 Grad. Habe ich noch Corona? Bestimmt. Rieche ich was? Nee. Ja, will ich jetzt mähen? Ja. Ist der Rasen schon schön? Nein. Gibt es irgendwelche positiven Dinge zu berichten? Vielleicht. Nutzen wir den Fake-Modus der Kamera. Oh, ich muss mir... Nee, Stirnband. Ja, Freaks. Ich werde jetzt erstmal wieder mal meine Wurmhäufchen ein bisschen überbürsten mit dem Greensmaster. Dann werde ich das hohe Gras noch mal ein bisschen mähen. Dann werde ich das tiefe Gras mähen. Und dann werde ich tatsächlich düngen. Wir haben heute, keine Ahnung, lass mich nachgucken, irgendwie war Mittwoch, 12. April. 12. April, Mittwoch, der 12. April 2023. Und ich habe immer noch nicht gedüngt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie spät dieses Jahr die Saison startet. Die Felsenbirne ist immer noch nicht am Blühen. Vor unserer Nachbarin ist die Magnolie völlig kaputt gegangen durch den Frost, den wir wieder hatten. Ja, ich sage mal, auf der Kamera sieht der Rasen nicht schlecht aus, ne? Kann man nicht so sehen, aber er ist noch sehr lückenhaft. Und nur die Quecke kommt durch. Die hat hier schöne tiefe Wurzeln, holt sich die Nährstoffe schön tief aus dem Boden. Ja, aber überall braune Halme noch. Also der Rasen ist völlig ausgehungert. Völlig. Es hat gestern geregnet, das erste Mal wieder ein bisschen stärker. Heute Nachmittag soll es nochmal wieder lange und kräftig regnen. Und das will ich jetzt nutzen. Ich will den Universal Pro von Grasshopper nehmen. 11,15, also sehr wenig Phosphor, auch wenig Kalium, 11% Stickstoff. Ich werde mit 25 Gramm pro Quadratmeter starten und werde dann nach 6 Wochen das zweite Mal düngen. Es ist alles durcheinander gekommen. Mein ganzer Düngerplan, mein ganzes Konzept, alles durch. Es ist ja die Temperaturen und der Wetterverlauf in diesem Frühjahr haben das alles torpediert. Und das ist eben auch normal. Also man macht sich einen Plan und der funktioniert dann nicht. Das ist einfach so. Das ist Natur, das ist das Leben, sage ich mal, auch vielleicht noch ein bisschen globaler. Und darauf muss man einfach nur reagieren. Da muss man flexibel genug sein. Ich habe das jetzt so erstmal hingenommen, jetzt am 12. April zu düngen. Dann werde ich so nach 2 Wochen wahrscheinlich gleich nochmal nachsehen und dann endlich sanden. Ich wollte schon viel früher sanden, aber ich werde dann eben jetzt in 2 Wochen dann die große Startaktion hier machen. Wenn es klappt, wenn es nicht wieder irgendwas gibt, was dazwischen kommt, Corona oder was auch immer. Keine Ahnung. Ja, also genau, das machen wir heute. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich bin echt noch ziemlich schlapp. Aber ich hoffe, ich kriege das heute hier hin. Yeah! Ja, hier sieht man vielleicht auch noch mal ganz gut, wie völlig ausgelaugt der Rasen ist. Der braucht natürlich Dünger zum Starten die Saison, auch wenn ich relativ wenig Stickstoff dieses Jahr nur auf die Fläche bringen will. Das werden so zwischen 12 und 13 Gramm Stickstoff pro Jahr, so der Plan. Weil ich ja hier jetzt vermehrt die feine Festuca schon drin habe und die brauchen nicht so viel Dünger. Eigentlich brauche ich noch weniger. Eigentlich könnte man noch ein bisschen weiter runter gehen, aber müssen wir mal gucken. Wir tasten uns daran. Und natürlich stehen überall hier die hellen Poa Anua Spots.
in den Startlöchern. Wahrscheinlich kriegen die einen Freudentanz. Hier, da. Das ist jetzt doch echt Wahnsinn. Hier so ein richtig schöner, purer Spot. Ich reiße ihn mal raus. Ich kriege ihn kaum zwischen der Festuca rausgerissen. Komm her. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, ihr seht das gut. Live und in Farbe. Oh. So. Da. Das ist ein Poa-Nest. Und ihr seht sie hier. Gerade explosionsartig schiebt sie jetzt ihre Blüten raus. Es ist ein bisschen größer, ja. Ich weiß nicht, ob man das hier besser sieht. Also hier helle Flecken, hier heller Fleck, 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 hier heller Fleck. Das sind so die Poa-Anua-Spots, die jetzt echt deutlich hervorkommen. Warum sieht man sie so deutlich? Naja, weil hier dazwischen, hier gerade in der Südkante, unten jetzt die Pratensis, die dunkelgrüne Pratensis durchkommt. Und auch die Festuca eben eher dunkelgrün ist und nicht so hell wie die Poa-Anua. Auch da, Wahnsinn. Auch hier, da, also auch so ein Spot, ey. Gerade auch in der, hier, ne, hier, da sieht man das Nest hier, wie sie ihre Blüten schon raustreibt. Ganz hell, hier, Flecken, 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 Flecken. Es ist wirklich der helle Wahnsinn, wie deutlich man die Poa-Anua hier gerade in diesen schönen dunkelgrünen Flächen sieht. Und klar, wenn man ein hellgrünes Gras hat, wie mein Nachbar, da müsste ich mal rübergehen, das müsst ihr euch mal zeigen. Wir gehen mal ganz kurz rüber. So, hier hinten, hinter seiner Garage, ihr seht das wahrscheinlich nicht, alles Poa supina. Alles Poa supina. Und die blüht hier, die Poa supina. Da, was sie jetzt tun soll. Aber auch hier sieht man natürlich, wie ausgehungert das Gras mittlerweile ist. Schiebt jetzt überall die Blüten raus. Also hier der Poa supina-Bereich, noch ein paar dunkle Flecken drin. Ja, der Baranfix, was ich natürlich gerade jetzt gezeigt habe mit der Poa supina-Blüte, das ist ein Riesenproblem. Das Gras blüht jetzt und streut natürlich seine ganzen Gräserfrüchte fröhlich auf die Fläche. Und natürlich auch zum Nachbarn. Das kann man gar nicht ausschließen. Oder ich renne jetzt über die Fläche rüber oder mein Nachbar rennt über die Fläche rüber. Na, hier schön ein bisschen feucht, die ganzen Früchte kleben an den Fußsohlen. Und der kommt jetzt zu mir rüber und streicht jetzt die Früchte hier der Supina auf meiner Rasenfläche ab. Und genauso geschieht das mit allen anderen Gräsern natürlich, auch mit der Poa-Anua. Die wird genauso verbreitet durch den Menschen zum Nachbarn verschleppt. Und da ist natürlich dann so ein aggressives Gras wie die Poa supina hochgradig gefährlich. Denn das jetzt hier fußfest und die richtigen Wachstumsbedingungen findet, also viel Stickstoff, viel Wasser, dann hat die sich ruckzuck hier ausgebreitet. Sind so Konsequenzen, über die ich auch noch niemals so richtig nachgedacht habe. Also hier kommt jetzt hier erstmal eine Mauer hin. Nein, versteht uns gut mit unserem Nachbarn. Aber für ihn ist es super. Er wird immer mehr die Supina-Dominanz kriegen in seiner Rasenfläche. Und bei richtiger Düngung hat er da eine schöne Fläche mit. Aber wenn ein anderer das nicht möchte, weil er ja vielleicht eine dunkelgrüne Rasenfläche haben möchte, dann kriegt er da ein Problem, wenn die eingeschleppt wird. Puh. Naja. Ja, ihr könnt ja mal ein bisschen googeln nach Disturbance Theory, nach Poa Anua bekämpfen, nach Festuca Rubra Ansprüche. Es ist schon beeindruckend. Man kann das leider auf dem Film nicht so rüberbringen. Es ist wirklich beeindruckend, wie viele Poa Flecken jetzt hier so in der Fläche zu erkennen sind.
wie verseucht wirklich die Fläche ist und wie sie auch kränklich jetzt aussieht, weil sie ja völlig unterversorgt ist. Aber wie auch überall die Feile Festuca immer mehr dominiert. Und es zeigt mir schon sehr deutlich, dass dieses Konzept sehr, sehr richtig zu sein scheint. Aber ein schöner Rasen sieht natürlich erstmal anders aus. Wir werden es sehen. Wir werden das sehen. Ihr werdet es hier auf meinem Kanal verfolgen können. Andere verfolgen andere Konzepte und das ist gut so. Das ist super, um auch das vergleichen zu können. Und dann muss ich eben, und das sage ich sehr oft, jeder seine eigene Meinung bilden, was so seine Wünsche, seine Ideen sind. Ja, und dann entstehen entsprechende Konsequenzen aus diesen verschiedenen Plänen. Und damit kann man dann, wenn man es möchte, gut leben. Also das ist überhaupt keine Frage. Mir ist halt so wichtig, dass es eben nicht diesen einen goldenen Weg gibt, sondern dass es immer Konsequenzen gibt. Auch bei der Rasenpflege, wie eigentlich in allen Dingen. Ich möchte nicht derjenige sein, der euch hier einen Weg vorgibt und behauptet, das ist der einzig richtige Weg und der funktioniert, sondern ich möchte eigentlich dafür sorgen, dass ihr das Thema Rasenpflege, Greenkeeping besser versteht, die Zusammenhänge besser versteht. Und wenn mir das gerade mit meinen Lernvideos hier ganz gut gelungen ist, dann freue ich mich. Genau, und sonst ist dieser Kanal eigentlich ein Kanal, der euch unterhalten soll, der hier Spaß machen soll, der auch den Freak in seiner ganzen Bandbreite zeigt, mich also zeigt mit meinen ganzen Verrücktheiten und mit meinem Maschinenfetisch und auch mit meiner Liebe zum Gras und auch mit meinen Emotionen zum Thema Rasenpflege. Und das ist das, was hoffentlich ihr hier sehen wollt. Und ja, und deswegen ist es auch sehr abwechslungsreich, sehr unterschiedlich. Das ist mir auch wichtig, dass ich also sehr, ja, sehr verschiedene Aspekte hier zeige, die ich so mache. Ne, mal ein bisschen Technik, mal natürlich einfach nur Rasenmähen, dann natürlich auch das Wissen um die Rasenpflege vermitteln. Jetzt nicht so konsequent gezielt, wie das vielleicht andere tun. Ne? Ihr müsst das und das und das im Frühjahr machen. Ne? Ja, das liegt mir nicht so. Das ist einfach nicht so meins. Ich mache lieber eher so spontan das, was mir Spaß macht. Und dann habt ihr hoffentlich auch Spaß damit. So, Schluss mit dem Gesappel. Ich hole jetzt mal endlich meine Maschine raus und bürste erstmal hier rüber. Etwas zu eng. Etwas zu eng. Soll reichen und ich muss jetzt hinten noch schnell zwei Bahnen machen, dann kommt die Bürste weg und dann Hebel runter. So, wichtig ist jetzt für mich, dass ich auf der dunklen Linie fahre. Die seht ihr jetzt hier als helle Linie, weil hell heißt, das Gras ist jetzt hier in die Richtung runtergelegt und ich mähe jetzt quasi entgegen der Bürstrichtung, um dann dieses so schräg gelegte Gras richtig schön wegzuschneiden.
So, jetzt schon mal schnell einen Blick in die Körbe. Ja, das ist jetzt nicht besonders viel. Also das ist jetzt für, was sind das, 350 Quadratmeter. Ja, schön, schön. Tja, ein bisschen mehr. Und hinten ist immer, ja, ist vergleichbar. Ist vergleichbar. Das war Nummer 1. So, was haben wir jetzt hier? Ah, Universal Pro, 50% Langzeitstickstoff, Urease-Hemmstoff. Urease, N-Butyl, NBPT, Trichophorphyroxyramide mit Magnesium. Ich verstehe kein Wort. Wir haben reinen Ammoniumstickstoff, 5,5%, und umhüllter Harnstickstoff, das wahrscheinlich hier Schwefel umhüllt, genau, 6,8% Schwefel. Schwefelumhüllter Harnstickstoff mit 5,5%. Genau, Kontakt mit den Augen vermeiden, sachgerechte Anwendung. Dann haben wir noch ein bisschen Calcium drin, 7%, Kalium 5%, Phosphor 1% und Magnesium 1%. Der passt perfekt zu meiner Bodenanalyse. Gut, ich brauche 15 Kilo für meine 600 Quadratmeter und ich brauche eine Maske, genau. Es ist leider schon ein bisschen windig. Und mein Akku ist schon wieder alle. Der zweite Akku war nicht geladen. Jetzt habe ich erstmal den einen Akku ein bisschen aufgeladen. Lange wird er nicht halten. Ist ja auch nicht so spannend, wenn ich dünge. Fakt ist, wir haben den 12. April. Das ist die erste Düngung. Der Sack wiegt 20,4 Kilo. Das heißt, wir haben 400 Gramm Verpackung, also müssen wir 5,4 Kilo übrig behalten. Jetzt zeigen wir mal das Zeug hier erstmal. Das wollte ich noch mal machen. Das ist der sehr fein granulierte Dünger. Sieht interessant aus, super. Mal gespannt, wie sich streuen lässt. So. Gut, zack. Hey, was mich schon gleich mal beeindruckt. Na gut. Ja, komm, ein bisschen was zurück. Darauf kommt es jetzt nicht so drauf an. Es gibt doch jetzt nur eine Panscherei. Ganz bisschen wieder raus hier. Perfekt. Bin ich schon mal total beeindruckt. Überhaupt nicht gestaubt. Zweimal. Zweimal rüber. Ja, lieber Füchs, wagen wir noch mal einen Shot auf die Fläche. Also es ist irre, wie
jetzt das Wachstum hier einsetzt. Wir haben vor knapp einer Woche haben wir hier den Dünger raufgehauen. Dann hat es viel geregnet. Jetzt wird es tagsüber schon richtig warm. 13, 14, 15 Grad. Das ist so ein Unterschied, so eine Veränderung in den letzten Tagen. Es ist immer wieder faszinierend. Ja, was sagt ihr? Cool, oder? Da fällt doch mal hier so ein Shot aus der Nähe. Ja, wahrscheinlich seht ihr das nicht so gut. Aber er ist schon fast dicht. Fast dicht. Es ist echt krass. Es ist unglaublich. Oh Mann, ey.